Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, jetzt geht es ja darum, bei der gebauten Treppe vielleicht noch mal eine Beleuchtung zu setzen. Das machen wir auch mal. Fleisch wollte ich jetzt nicht essen, sondern Brot. Denn ihr wisst ja, Brot macht Wangen rot. So, dann schauen wir doch mal. Hätten wir die schlechten Witze für heute auch abgehandelt. Und dann da und da und da. Davor gestellt, ja, doch, das geht so. So können wir das lassen. Ja, ich wollte mir noch zwei Tools bauen, aber mir fehlen die nötigen Level dafür. Das eine sollte halt eine ganz normale Diamantenschippe werden mit Haltbarkeit 3 drauf. Da bräuchte ich 13 oder 14 Level für. Und dasselbe nochmal mit einer ganz normalen Diamantenspitzhacke. Wir bauen die Tools schon mal, auch wenn wir die dann noch nicht verzaubern können. Aber, nee, das war falsch. So. Aber wenigstens wissen wir dann schon mal, was wir machen wollen. So, und das eine ist, wie gesagt, eine ganz normale Spitzhacke. Da wird nur Haltbarkeit draufkommen. Und das andere ist eine ganz normale Schippe. Und auch da wird nur Haltbarkeit draufkommen. So, und dann wollen wir doch mal gucken, was können wir denn damit anfangen. Also wie gesagt, bei einer Schippe, da ist das dann Level 13, ja, bei der Spitzhacke, da ist es auch Level 13. Und ich wollte dann eigentlich auch erstmal mit der Spitzhacke loslegen, denn wir müssen runter in den Keller, egal wie, wir müssen da doch noch die eine Mine anlegen. Wir haben sonst keine Chance, da irgendwie irgendwas zu reißen, denn wir brauchen Redstone. Also da geht kein Weg dran vorbei, egal wie. Aber bevor ich dann die Diamantenspitzhacke benutze, werde ich mir nochmal eine ganz normale bauen. Quatsch, Schaufel meine ich natürlich. Denn die werde ich erst verzaubert benutzen. Das bleibt so, also die werden auch nicht entzaubert hier. Das mit dem Haltbarkeit 1, Glück 3 und Samthandschuh 1 und Haltbarkeit 1. Das würde ich nicht so gut finden, wenn wir die jetzt einfach mal so entzaubern. Dann packe ich noch ein paar Sachen raus. Das fliegt noch raus. Ja, und dann gehe ich erstmal runter in den Keller. Nee, mache ich nicht. Denn wir gehen erst nochmal Viecher schlachten. Wir haben wieder so viele und die nerven auch schon wieder unheimlich rum. Von daher hauen wir erstmal ein paar um. Bringt ja auch ein bisschen Erfahrung. Auch wenn es nicht so viel ist, aber immerhin. Wie viel haben wir jetzt? Eins zu viel. So, jetzt haben wir wieder vier. Die Schafe schälen wir gleich noch, aber vorher gehen wir nochmal die Kühe schnell schlachten. Eins. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Schön. Das sind hoch 3, 4 passt ja ganz genau. 4 hebe ich mir ja mal auf. Dann gehen wir nochmal zu den Hühnern. Haben die schon irgendwelche Eier? Nee, haben sie nicht. Okay. Eins, noch eins und noch eins. Noch eins. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, das auch noch. Jetzt haben wir 4 Stück. Passt. Na, kommt, guckst du da auch nochmal raus aus dem Zaun? Ja, anscheinend schon. Nehmen wir, Entschuldigung, dann nehmen wir noch das Ei mit. Und dann gehen wir jetzt schnell die Schafe schälen. So, kling. Kling. Während im Hintergrund die wunderschöne Minecraft-Musik läuft.
Kopf, der wird gleich wieder rot. Dann wirst du auch gleich nochmal geschält. Aber das soll es dann erstmal gewesen sein. Ja, und dann werden wir uns mal in den Keller bewegen. Nachdem wir den dann ausgeladen haben. Und dann werden wir mal anfangen, noch ein bisschen Redstone zu suchen. So, das weg und das weg. Das kommt hier rein, genauso wie das. Das Leder wird man ja dann brauchen, um die Bücher zu bauen, sobald der neue Patch draußen ist. Aber ich nehme ja immer mehr auf und komme dadurch dann immer erst relativ spät in den neuen Patch-Genuss, denn ich habe da immer nicht so viel Zeit für. Ich muss das Ganze ja dann auch durchrechnen und machen und tun. Und hochladen. Von daher, das dauert halt alles seine Zeit. Von daher bin ich dann meistens eine Woche später erst mit dem Hochpatchen dran. Was ich aber gar nicht so schlecht finde, denn dann sind die meisten Fehler schon ausgeräumt. Hier hatte ich zuerst meinen Bahnhof hingebaut und von daher nehmt es mir bitte nicht übel. Das war eine Let's Show-Welt. Ich weiß, hier drunter ist Redstone. Das wollte ich halt mitnehmen. Und von daher machen wir das einfach mal. Und hier nebenan ist auch nochmal Redstone. Und ihr werdet es nicht glauben, hier drunter ist auch nochmal Redstone. Nein, wir fallen jetzt nicht in die Lava. So, aber wir werden das natürlich alles wieder auffüllen. Das war, wie gesagt, aus der Let's Show-Welt noch mein Wissensstand. Und wenn ich schon weiß, dass es da ist, dann kann ich es auch mit rausnehmen. So, das war einmal das. Was haben wir denn da rausgekriegt? 50. Und da wir sowieso Redstone bis zum Abwinken brauchen. Also hier irgendwo hinter der Wand ist auch noch ganz viel Redstone. Hier kommt gleich Kies. Aber das weiß ich, wie gesagt, alles daher. Ich hatte das ja schon mal alles gebaut. Und von daher ist das jetzt für mich keine große Überraschung. Also wer sich das angeguckt hat mit dem Let's Show, der hat ja gesehen, dass ich hier die Mine angelegt hatte. So, dann wollen wir das hier mal rausschaufeln. Und ich werde jetzt diese Seite hier wenigstens wieder zur Mine machen, wie ich das schon mal hatte. Denn ich weiß, dass hier Redstone auch noch kommt. Und ich weiß natürlich auch, dass wir ganz am Ende dieser Seite, da werden wir sogar noch Diamanten finden. Ja, auch das weiß ich schon. Wie gesagt, ich kann es ja nicht ändern. Ich kann das ja jetzt nicht einfach vergessen. Bin ich hier wirklich schon bei 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Gut. Ja, ich wollte jetzt erstmal nur noch diese Steinspitzhacke breithauen, denn die brauchen wir ja dann nicht mehr. Wir benutzen dann nur noch die Haltbarkeits-3-Diamantenspitzhacke, aber wie gesagt, auch diese Spitzhacke belegt uns natürlich einen Taschenplatz. So, dann kommt das dahin, der kommt weg. So, und weiter geht's. Ja, da müssen wir dann natürlich wieder ein bisschen auffüllen. So, ding, ding. Ich baue jetzt praktisch das, was ich schon mal gebaut hatte, baue ich jetzt einfach nur nach. So, da müssen wir dann aber schon die Diamantenspitzhacke benutzen. Gleich um das Gold abzubauen. Das waren, wie gesagt, die Sachen, die findet ihr dann bei euch in der Welt genauso. Also das ist nichts Hinzugemachtes oder irgendwas anderes. Das ist alles komplett legal. Er spielt gut. Der eine, der hat gesagt, er findet das nicht ganz so toll, dass ich mir auf diese Weise dann die Erde besorgt habe, indem ich dann die Chunks gelöscht und wieder neu erstellt habe. Aber ich denke, mit dem Kompromiss kann ich leben. Ich hoffe, ihr auch. Das war ja, also ich habe es ja wirklich von Hand abgebaut. Also ich hätte es schlimmer gefunden, wenn ich einfach gesagt hätte, ich packe mir die Erde einfach ins Gepäck und fertig. Das ist dann für mich nicht mehr Minecraft, weil wenn ich das nicht spiele, dann, ja, wie gesagt, das ist dann überhaupt nicht mehr so Minecraft für mich. Dann hat es irgendwie so den
ja, seine Berechtigung verloren, ne? Weil dann kann ich mir auch mit Too Many Items oder Inventar-Editor, also Inf-Edit, was weiß ich, alles ins Gepäck packen und fertig, ne? Aber das ist nicht das, was ich wollte. So. Dann bauen wir hier oben mal noch ein bisschen ab. Wenigstens das Gold mitnehmen. Ja, das sieht doch so schon gar nicht schlecht aus und das geht ja dann doch relativ zügig. Ich muss bloß immer aufpassen, wie rum ich es habe. Aber die hier ist sowieso gleich breit und von daher weiß ich, packe ich mir dann die Spitzhacken so hin. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, dass das nicht angezeigt wird, was es denn nun ist. So, da ist sie hin. Dann packe ich mir die dahin und das ist die Haltbarkeit, ne? Ja. Dann haben wir hier auch schon mal Redstone. Wie gesagt, das hatte ich auch alles, genauso wie das Eisen vorher alles schon mal gefunden. Das ist alles original so. Wie gesagt, daher hatte ich ja dann auch das ganze Redstone, was ich denn da verbastelt hatte in der Let's Show Welt. So, bing, bing, bing. Irgendwo ganz weit hinten müsste nochmal Redstone kommen, aber das dauert halt, wie gesagt, noch so seine Zeit. Solange meinern wir uns hier einfach durch. Es ist der nicht, sondern der ist es dann wieder. Und da ist es dann wieder. Aber mit der Diamantspitzhacke geht das ja dann doch schon alles ein bisschen zügiger. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Jetzt müssen wir nur noch auf die eine Schippe halt, müssen wir noch Haltbarkeit 3 drauf kriegen. Das heißt, wir brauchen auch nochmal Level 13, um das da drauf zu bekommen. Und das reicht dann auch. Aber das machen wir ja nicht jetzt. Da stellen wir uns dann entweder nochmal. Ach nee, es ist gerade Nacht. Das wäre ja dann doch nochmal eine Möglichkeit, nochmal schnell nach draußen zu rennen, indem wir das hier beleuchtet haben. Und dann draußen mal ein paar Monster zu schnitzeln. Also jetzt nicht drin so beim Spawner, sondern wir fahren jetzt einfach mal eine Runde hoch, gehen raus und knüppeln alles nieder, was uns da vor die Flinte rennt. So, auf geht's. Dunkel wie im Bärenpopo. Da schauen wir doch mal. Also auf dem Dach könnte natürlich auch irgendwas gespawnt sein. Ach, unser Feld können wir auch bald mal ernten. Ja, das Dach wird sich minimal verändern. Ich habe unter Umständen vor, zwei zu bauen. Also zwei Sensoren auf dem Dach und zwei unten im Garten. Ach, da ist schon der erste. Komm her hier. Aua. Kommst du her hier? Ja. So, pling, sind wir schon mal Level 3. Geht doch. Bis 13 sollte das ja jetzt nicht so das Problem werden. Solange es nicht unbedingt ein Creeper ist. Ach so, apropos Creeper, habe ich denn hier hinten das Loch schon irgendwie? Nee, habe ich noch nicht gefixt. Ja, und da ist eine ganze Latte Creeper. Ach, ich muss mir mal den Bogen in die Leiste packen. Was soll's? Kommt der hier, Kollegas? Ihr kriegt jetzt erstmal ordentlich welche. Da ist der erste hin. Da ist der zweite hin. So, und Kollege Skelett steht jetzt draußen und kriegt auch schon irgendwie Feuerschaden. So, Skelett auch hin. Man ist bloß immer so langsam hier. Zack, sind wir Level 4, fast Level 5. Habe ich hier nicht eben gerade noch irgendwie so einen Creeper gesehen aus dem Augenwinkel? War mir nicht so. Da unten steht noch einer. Leute, den holen wir uns noch. Eins. Das war der Zombie. Gut, okay. So, ist er auch hin. Und das holen wir uns noch. Also so viel Zeit muss noch sein. Damit hätten wir das dann auch erledigt. Und dann bin ich ja mal gespannt, welchen Level wir denn jetzt haben.
Gut, hier ist noch ein Ei. Aber Leute, ich beende jetzt hier erstmal die Folge und sage Tschüss, wir sehen uns. Macht's gut.